Erfolgreiches Engagement, neue Spitze für den Pulverturm. Die Aussicht vom Quedlinburger Schlossberg ist vor allem jetzt im Sommer faszinierend. Und so fällt der Blick auch immer wieder auf die zahlreichen Türme. Sie gehören zur mittelalterlichen Stadtmauer. Der quadratische, dreigeschossige Pulverturm steht auf dem Gelände des Schlosshotels zum Markgrafen und ist durch seine zentrale Lage sehr bekannt. Bereits vor Jahrzehnten sollte der Pulverturm saniert werden und deswegen wurde dieses hölzerne Baugerüst aufgestellt. Durch die Wände wurden die Pläne verworfen und seitdem hat sich kaum etwas geändert. Der Turm ist im Laufe der Zeit immer weiter zerfallen. Um den Pulverturm nun doch noch zu erhalten und vor dem endgültigen Zerfall zu bewahren, hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bereits im Winter ihre finanzielle Unterstützung in Form von Fördermitteln zugesagt. Außerdem beteiligten sich der Landkreis und das Land an der Wiederherstellung der Turmspitze. Wesentliche Voraussetzung für diese Förderung war das bürgerschaftliche Engagement. Eine ehemalige Quedlinburgerin hat das Projekt durch eine gezielte Spende angestoßen. Auch Hotelchef Ingolf Wrobst hat sich finanziell beteiligt und seinen Anteil immer wieder erhöht. Das alte Baugerüst wurde in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem zerfallenen Dachstuhl abgerissen, um Platz für eine neue Konstruktion zu schaffen. Dann ist es endlich soweit. Schwere Technik und eine hölzerne Turmspitze mitten im Schlosspark sorgen für Aufmerksamkeit. Bereits im Vorfeld wurde dieser riesige Kran organisiert, um das neue Dach auf den Pulverturm zu befördern. Die Dachkonstruktion wird mit Gurten und stabilen Ketten am Kran befestigt. Dann gibt es noch ein letztes Gruppenbild vor der imposanten Spitze. Immerhin ist sie fast 6 Meter hoch. Alles wird noch einmal genau kontrolliert und dann tritt die Spitze langsam und gut gesichert ihren Weg nach oben an. Alle Beteiligten sind hochkonzentriert. Immer wieder wird die Ausrichtung angepasst, damit die Spitze im Anschluss genau auf dem Pulverturm steht. Schaulustige beobachten gespannt das Geschehen. Allen Beteiligten wird vollste Konzentration abverlangt, damit der Transport fehlerfrei abläuft. Die Spitze ist nur noch wenige Zentimeter vom Turm entfernt und dann ist es auch schon geschafft. Die Dachkonstruktion steht sicher auf dem Pulverturm und alle freuen sich über diesen Erfolg. Durch die neue Spitze auf dem Pulverturm ist das Stadtbild von Quedlinburg im Moment um einen echten Hingucker reicher. Abhängig von den weiteren Planungen des Architekten könnte der Turm zukünftig auch im Inneren ausgebaut werden, um ihn als touristischen Aussichtspunkt zu nutzen. Nach den noch ausstehenden Dachdeckerarbeiten ist das historische Stadtbild an dieser Stelle wieder gegeben.